Meine Kinder, kommt, kommt. Ihr kommt gerade richtig. Ich habe schon nach euch gesucht. Was gibt es, Großmütterchen? Brauchst du etwa Hilfe bei uns? Bei etwas? Bei uns. Ja, die braucht bei uns Hilfe. Uns ist nicht mehr zu helfen, deswegen braucht sie bei uns Hilfe. Entschuldigung. Ihr habt Liyue bereits einen großen Dienst erwiesen. Da kann ich euch nicht nach noch mehr fragen. Dieses Mal haben wir Alten uns etwas überlegt, dass wir dir schenken können. Was wir dir schenken können. Ein Geschenk! Das war doch selbstverständlich von mir. Ihr seid zu freundlich. Machen wir das zweite. Du bist so. Du bist so bescheiden, mein Kind. So etwas sieht man selten. Aber dieses Geschenk darfst du nicht ablehnen. Ich bestehe darauf. Die Kleine? Als ihr in meiner Kanne nach der Glocke der Reinigung gesucht habt, hörte ich, wie die Kleine hier sagte, dass sie oft im Freien übernachtet. In Zukunft werdet ihr bestimmt weiterhin auf lange Reisen gehen. Dann ist es nicht gut, so etwas beizubehalten. Ich bin zwar schon etwas älter, aber glücklicherweise finde ich mich mit der Kunst der Raumschaffung noch gut zurecht. Raumschaffung ist... Oh ja? Mada itte oran katta ka? Baya tachi wa mukashi, Teikun kara onkei o uketa koto de, Sangan goken no chikara o mini yadoshite orun ja. Haben Sie dir das nicht erzählt? Wir Alten haben einst den Segen von Rex Lapis erhalten, um unsere Fähigkeiten zu erweitern, als Teil unserer Erleuchtung. Ich werde nicht viel mehr dazu sagen, aber Raumschaffung wird dazu verwendet, um eine kleine, eigenständige Welt in unserer bereits bestehenden Welt zu erschaffen. Die Teekanne, die ihr einst betreten habt, hat sich genau diese kleine Spielerei zunutze gemacht. Eine kleine Spielerei also. So eine wundersame Sache. Und für euch ist das nur eine kleine Spielerei? Meine Teekanne ist nicht wirklich was zum Angeben. Ich muss der Welt hier entkommen, um eine eigene Welt zu erschaffen. Rex Lapis konnte Berge und Seen versetzen. Das ist wahre Transzendenz. Ma? Genug davon. Reden wir nicht von alten Geschichten. Ich habe euch doch ein Geschenk vorbereitet. Es fehlt nur noch ein kleines Stück Material, um es fertigzustellen. Was fehlt denn noch an Material? Und oder wir helfen bei der Suche. Wir helfen bei der Suche, würde ich sagen, ne? Ist das schließlich für uns? Genau, wir sind richtig gut im Sachen finden und beschaffen. Mama, 2人とも, so sehr kannst du denn nicht.
Nicht so eilig, ihr beiden. Ihr müsst nicht überall herumlaufen. Ich habe bereits eine flinke junge Hilfe gefunden, die mir bei der Suche hilft. Außerdem bezweifle ich, dass ihr die Materialien finden würdet, die ich suche. Manche von ihnen sind so rar, man findet sie heutzutage gar nicht mehr. Was sind es denn für Materialien? Nun, zuerst brauche ich Funkelschlamm. Von den Ufern des Dihua-Moors. Man findet ihn gewöhnlich nur an den Stellen, an denen Glaslilien am intensivsten blühen. Entschuldigung, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich den Wurzeln der Glaslilie folge. Und aus irgendeinem Grund hatte ich dabei nicht irgendwie mich als, ich sag mal, jetzt in der Welt als Mensch, ne? Natürlich im Kopf, sondern irgendwie, keine Ahnung, als ein kleines Tier, irgendwie so eine Maus oder sowas, die dann halt der Wurzel folgt, ich weiß nicht wieso. Du musst den Wurzeln der Glaslilie folgen und wenn du Glück hast, findest du ein kleines bisschen Funkelschlamm. Aber seit sich das Dihua-Moor so verändert hat, kann keiner mehr dorthin, um Funkelschlamm auszugraben. Ich habe das Gefühl, die Aufgabe wird schwieriger, als ich gedacht habe. Ein noch schwieriger zu bekommendes Material ist Smaragdjade, welche mühsam aus dem Fels der großen Kluft gemeißelt werden muss. Seit jedoch die Schwarzsteinschmiede sich dort niedergelassen hat, ist fast nichts mehr davon übrig. Außerdem ist Smaragdjade ein wertvoller Schatz der Adepten, und die Adeptenkraft, die darin steckt, wäre für die meisten normalen Menschen zu viel. Wenn man ihr längere Zeit ausgesetzt ist, kann sie sogar schädlich sein. Wer weiß, ob das Kind alles finden wird. Wer ist denn dieses Kind? Großmütterchen, du bist doch bestimmt ein Adept, oder? Das hatten wir, glaube ich, schon geklärt, oder nicht, Paimon? Ist dann diese Person, die dir helfen soll, vielleicht auch ein Adept? Das kommt mir gerade vor, als ob die Hauptstory mit dieser Geschichte gerade nichts zu tun hat, obwohl man ja einen gewissen Abschnitt abgeschlossen haben muss, um diese Quest gerade zu machen. Zumindest mit der Frage von Paimon, mit von wegen, du bist doch bestimmt ein Adept. Ja, doch, sie zählt auch zu den Adepten. Also doch, wieso gibt es ausgerechnet in Liyue so viele Adepten? Überall gibt es welche. Wer weiß, vielleicht sitzt sogar beim Essen ein Adept neben uns. Das weiß ich auch nicht.
Vielleicht genießen einige meiner alten Kollegen das gewöhnliche Leben der Sterblichen und das schöne Feuerwerk. Baya, tadaima. Ich glaube, den Charakter kennen wir noch nicht. Würde ich jetzt einfach spontan sagen. Bei Probeläufen bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, so an sich haben wir sie noch nicht kennengelernt. Vor allem, weil da auch Fragezeichen steht. Oma, da bin ich wieder. Oh ja? Kono futari wa? Huch, diese beiden Herrschaften sind... Shoukai shiyo. Kono ko wa Enhi. Saki itteta ko ja yo. Darf ich vorstellen? Das ist Yan Fei. Sie hilft mir, einige Besorgungen zu erledigen. Doch, sie kennen wir aus den Probeläufen. Yan Fei, darf ich vorstellen? Das ist Kalifax und seine Begleitung. Du hast bestimmt schon von ihnen gehört. Boah, Alter, warum ist das gerade so hell? Holy shit. Bin man ja blind. Na klar, ich habe schon viel von ihnen gehört. Ihr seid sehr bekannt in Milizenkreisen. Alter, warum ist das so hell? Sonne, schalte ich mal runter. Alter. Ihr wart eine Zeit lang auf der Liste der meistgesuchten bei den Milizen. Nach dem Vorfall bei der Adeptenzeremonie. Ihr habt nicht nur die Milizen am Yur-Yun-Cast zurückgedrängt, der Kontakt zu den Fatui später hat euren Ruf auch nicht gerade geholfen. Und zuletzt habt ihr mit Oma einen alten Gott bekämpft. Und dann mit Hilfe der Quissing wurde euer Name wieder reingewaschen. Schade. Schade? Schade, dass ihr mich nicht früher getroffen habt. Also ich meine zumindest, Yan Fei hatten wir in den Probeläufen. Ich bin mir ziemlich sicher. Eigentlich sogar. Okay. Hättet ihr mich früher getroffen, hätte ich euch zwar nicht auf der Stelle freisprechen können, aber dennoch ein ganzes Stück früher. Also es tut mir leid, der Name wird irgendwie komplett anders ausgesprochen, als ich ihn lesen würde. Zumindest wenn sie sich gerade selber vor, wo sie sich selber gerade vorgestellt hat. Ich stelle mich am besten noch einmal genauer vor. Mein Name ist Yan Fei und ich bin Rechtsberaterin. Wann immer ihr ein Problem mit dem Gesetz habt, könnt ihr mich aufsuchen. Ah, so da. Meine Meldung. Und hier ist meine Visitenkarte. Darauf stehen meine Kontaktdaten und meine Büroadresse. Bewahrt sie gut auf. Okay. Wenn ihr eine dringende Angelegenheit habt und ich nicht da sein sollte, hinterlasst mir einfach eine Nachricht an diese Adresse. Ich gebe auch großzügigen Erstkundenrabatt. Ja, danke schön. Yan Fei, das genügt erstmal. Ich glaube, die beiden benötigen momentan keine Rechtsberatung. Bitte verzeiht, sie ist schon immer so gewesen. Sehr gesprächig, wenn es darum geht, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Bist du wirklich ein Adept? Paimon wollte das auch schon fragen. Du bist ganz anders als die anderen. Adept? Ich denke schon, dass ich ein Adept bin. Zumindest war mein Vater einer. Er erzählte mir einst, dass er lange Zeit gemeinsam mit Rex Lapis im Krieg war. Und als der Krieg endlich vorbei war, kam er zurück und hat meine Mutter geheiratet. それから私が生まれた。
私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今、バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。Das ist ja toll. Nachdem sie geheiratet hatten, kam ich dann auf die Welt. Als ich alt genug war, ging mein Vater mit meiner Mutter die Welt erkunden. Daher wohne ich jetzt bei meiner Großmutter. Ah ja. Was? Das ist dein Problem, Paimon? Ist das nicht ein wenig rücksichtslos von einem Adepten? Seid ihr Adepten nicht dazu verpflichtet, Eide und Verträge abzuschließen, um Liu zu beschützen? Und er geht einfach so heiraten? Ernsthaft, das Heiraten hat Paimon gestört? Also mich hätte es, glaube ich, eher gestört, dass die beiden einfach losgezogen sind, um die Welt zu erkunden, ohne ihr Kind. Und dann natürlich noch Liu dabei den Rücken kehren, so ungefähr. Aber ich finde, wie gesagt, eigentlich wichtiger, dass sie das Kind zurückgelassen haben. Oder nicht wichtiger, sondern schlimmer, so. Nun ja, mein Vater sagt, er hätte vorher mit Rex Lapis darüber gesprochen und dass dieser kein Problem damit hätte, wenn er zurückgehen und meine Mutter heiraten würde. Er hat ihnen sogar ein Hochzeitsgeschenk gemacht. Aber sprech mir nicht weiter davon. Oma, ich habe fast alles, was du benötigst, gefunden. Nur die Smaragdjade konnte ich nicht finden. So, jattaka. Shikashi, suikakuseki ga nai to naruto mendou jana. Ist das so? Aber wenn ich die Smaragdjade nicht kriege, dann... Enhi, nani ka an wa aru ka no? Ryu Eko o tasukete kureta mono tachi ni doushitemo rei o shitakute na. Yanfei, gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Kalifax hat Liu schon so viel geholfen. Dafür müsste es doch irgendeine Belohnung geben. Wakatteru. Baaya kara nankai mo iwarete ta shi. Sougan kyoen kara suikakuseki o torenakutomo. Bezu no hōhō ga aru kamoshirenai. Ich weiß, Oma. Das hast du mir schon so oft erzählt. Wir können zwar nicht direkt in die große Kluft, um dieses Markdade zu suchen, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Vorgehensweise. Hat sie das Ding gerade aus der Luft gefangen? Hey, wartet einen Moment, lass mich mal sehen. Paimon voll besorgt. Oh, das ist aber ein dickes Buch. Was schreibst du denn da rein? Beratungsdienste, Erz, Snezhnaya. Schon gefunden. Kono Krossal という Snezhnaya の商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。Krossel, ein Händler aus Snezhnaya, der einmal mit einigen Fragen zu bestimmten Artikeln in den Rechtskodixes, spricht man das so aus? Keine Ahnung, zu mir kam. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sie alle mit seltenen Erzen zu tun. Er erwähnte, dass er in Erwägung zog, etwas Smaragdjade zu erwerben, um Haarnadeln herzustellen. Und er wollte wissen, ob es irgendwelche rechtlichen Konsequenzen gäbe, die er beachten sollte. Er sagte, er wolle sie in Snezhnaya verkaufen. Dann werde ich ihn mal aufsuchen gehen. Vielleicht hat er bereits etwas Smaragdjade erworben oder weiß zumindest, wie er sie verkauft. Wer sie vertreibt. Wir kommen am besten auch mit.
ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。 Okay. Ihr wollt auch mit? Normalerweise wäre das ja gar, wäre das ja kein Problem. Aber ich denke, es ist besser, wenn ihr einfach nur aus der Entfernung zuseht, aus Rechtsgründen. Mischt euch nur besser nicht ein. Das könnte sonst rechtlich, jedoch rechtlich gefährlich werden. Jetzt kriegen wir schon Rechtswarnungen von Adepten. Das ist Paimon auch nicht, auch noch nicht passiert. Wir sollten sehr vorsichtig in ihrer Gesellschaft sein.